Willkommen auf der Hinterbühne, dem Podcast des Theaters und Orchesters Heidelberg. Diesmal zu Adelante, dem Iberoamerikanischen Theaterfestival. In jeder Folge sprechen wir über eines der 12 Gastspiele, die ihr Anfang Februar 2024 bei uns erleben könnt. Heute spricht Christina Wütra mit Ilona Goyaneche, Journalistin und Kulturmanagerin aus Chile und Teil des KuratorInnen-Teams. Hallo Ilona, wie schön, dass wir uns hier in diesem virtuellen Raum treffen. Du bist in Chile, oder? Ja, genau. Ich freue mich auch sehr und momentan aus Chile, genau. Nicht aus Mexiko, sondern diesmal aus Chile. Super. Und wir sprechen aber heute sogar über das Gastspiel weder aus Chile noch aus Mexiko, sondern aus Bolivien, über Déjà-vu. Genau, heute sprechen wir über Déjà-vu von den Curivarmis. Was für eine Art von Theaterabend ist das? Vielleicht mal so offen gefragt zum Einstieg. Ja, das finde ich tatsächlich eine gute Frage und einen wichtigen Einstieg. Ich glaube, man muss den Hintergrund, den Kontext von dieser Inszenierung kennenlernen. Der ist, glaube ich, ausschlaggebend und sehr wichtig tatsächlich. Mhm. Die Curivarmis, das ist in Deutsch Frauen aus Gold, aus dem Aymara. Das sind Handwerkerinnen und Verkäuferinnen eben, die seit 8 Jahren jetzt Theater machen und es ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Aber tatsächlich initiierte dieses Projekt, es war eher ein soziales Projekt, was die Regisseurin damals begonnen hat tatsächlich. Und zwar ging es hauptsächlich, hat sie diesen Theaterworkshop gemacht, um über das Theater diesen Frauen damit auseinanderzusetzen, diese, man kann sagen, normalisierte Gewalt im Alltag sich gegenüberzustellen und sich damit auseinandersetzen und eben einfach sich plötzlich bewusst zu machen, dass es eben nicht normal ist und das aber wiederum anhand der Inszenierung dann aber auch in verschiedenen Orten und Dörfern, die spielen diese Inszenierung ja wirklich in sehr unterschiedlichen Orten wie auf dem Fußballplatz, in Schulen, auf irgendwie in öffentlichen Raum oder Platz, in verschiedenen Dörfern, also nicht im Theater tatsächlich, normalerweise, um aber auch diese Gewalt zu thematisieren und dann halt diese Inszenierungen ja auf eine andere Art und Weise darzustellen. Eben auch diesem Publikum diese Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, was wir da gerade sehen, ist unser Alltag, ist aber nicht, da ist, stimmt irgendwas nicht. Und dann irgendwann mal war halt dieses Projekt zu Ende tatsächlich und da haben diese Frauen gesagt, wir wollen aber weitermachen tatsächlich, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags geworden und wir wollen, für uns ist es eigentlich sehr wichtig, das weiterzumachen, weiterzuführen und tatsächlich in dem Moment haben sie dann beschlossen, dass sie das Projekt als eine Theatergruppe weiterführen. Und haben jetzt schon 2 Inszenierungen und beim Adelante-Festival werden wir die 2. Inszenierung sehen. Und sag mal, berichten die Frauen von Gewalt, die sie selbst erfahren haben? Oder geht es auch in einem abstrakteren Sinne um Gewalt in der bolivianischen Gesellschaft im Allgemeinen oder Gewalt gegen Frauen? Ja, es ist tatsächlich eine Mischung an Geschichten, die sowohl autobiografisch sind, von diesen eigenen Frauen erfahren, wie auch Geschichten, die sie kennen oder die erfahren haben oder erlebt haben, wahrscheinlich in ihrer Community oder im Alltag. In der Inszenierung, die wir sehen werden, wird das, glaube ich, sehr intelligent von der Regisseurin Erika Andia dargestellt oder zusammengefasst oder was es da auf ganz verschiedenen Ebenen bei einem Geburtstag, das Verhältnis zwischen den Eltern, der Mann zur Frau, also in ganz verschiedenen Situationen wird eine Wirklichkeit und ein Alltag thematisiert und dargestellt. Du sagst, es wird an den unterschiedlichsten Orten gespielt und es sind keine ausgebildeten Schauspielerinnen
Ja, ist es so eine Art Volkstheater oder ist es ein Theater, das für jeden ist und für jede? Ich würde sagen, auf alle Fälle ist es ein Theater für jeden und jeder. Der Ausgangspunkt war ein anderer. Der Ausgangspunkt war wirklich erstmal dieses soziale Projekt und dieses Projekt, mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten und diese Unterdrückung des alltäglichen Missbrauches und diese Normalisierung des Missbrauches plötzlich einfach darzulegen, was Edeka Anja und durch diese Gruppe und durch dieses Projekt haben es auch so weit gebracht, dass dann zum Teil auch gewisse, also rechtlich gewisse Sachen verändert, die vielleicht vorher. Ah, Sie haben Veränderungen in der Rechtslage erwirkt Ja, oder so? also dass man gewisse Sachen, die eben vorher, die vorher nicht strafbar, die sich gemacht haben, wurden dann strafbar, weil aufmerksam. Ah, wow. Also es geht hier eigentlich viel mehr um Veränderung von Gesellschaft und Strukturen und also die Veränderung geht richtig in gesellschaftliche Ebene hinein, was, glaube ich, zu diesem Projekt, also dieses Projekt sehr wichtig macht. Das heißt, wir können dann in Heidelberg ein Stück Theater erleben, das in seiner Wirkung weit über das Theater hinausgeht. Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ja, das ist einer der wichtigen, herausragenden ja, Dinge von dieser Inszenierung und von diesem Projekt tatsächlich. Alles klar, wow, dann ja, bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, Ilona, für das Gespräch. Danke dir. Das Ibero-amerikanische Theaterfestival Adelante erlebt ihr vom 3. bis 10. Februar 2024 am Theater und Orchester Heidelberg.